Bitte schön. Das ist das, was der Herr Blocher hatte und ich bin ja seine Nachfolgerin gewesen. Das ist eben das, was frei war. Der Herr Blocher ist nicht mehr gewählt worden und ich bin in seiner Stelle gewählt worden und dann habe ich das übernommen. Ich bin vorher immer Kanton gewesen, Kanton Graubünden, bin ich in der Regierung gewesen und bin dort zuständig gewesen für die Finanzen. Also ich komme aus einem anderen Bereich. Aber ich bin selber Juristin, also ich bin Richterin oder habe die Ausbildung gemacht, bin auch mal als Richterin tätig gewesen. Und darum passt das Departement eigentlich auch zu mir. Und dann hat es eben das Juristische drin, also Justiz und Polizei, also Sicherheit. Und dann hat es aber auch den ganzen Bereich Migration. Also alles, was mit ausländischen Menschen zusammenhängt, was mit Asylsuchenden zusammenhängt, ist auch alles in dem Departement. Und das ist sehr spannend. Das ist etwas, was einem auch immer wieder schüttelt. Es wird immer wieder ganz schwierige Fragen angeben. Die haben ja neu gegründet. Das ist, wo wir rausgeworfen worden sind von der Schweizerischen, also wo die Bündner rausgeschossen worden sind, haben wir uns entschieden, wir machen mit anderen zusammen eine neue Partei. Einfach die, die nicht mehr akzeptiert worden sind von der SVP. Und das sind jetzt wir, die in Bern jetzt eine starke BDP, im Kanton Graubünden, Kanton Glarus, in Zürich haben wir, in Solothurn haben wir jetzt eigentlich in 10 Kantonen haben wir jetzt so Gruppen gebildet, die miteinander jetzt einfach bewegen. Wenn man mal sieht, das ist überall, wenn man mal sieht, etwas geht einfach nicht und man findet sich nicht, dann muss man auch den Mut haben, um zu sagen, jetzt muss man einen anderen Weg suchen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, das ist auch gut. Ah, da kannst du irgendetwas, man muss nicht einmal studieren. Kannst du nicht? Nein, das kannst du irgendetwas. Der Herr Maurer hat nicht das Studium gemacht und ist gleich Bundesrat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ein guter Beruf oder eine gute Ausbildung, das ist gerade so viel wert, das ist überhaupt gleich viel wert, das muss man sich immer wieder bewusst sein. Ich habe nicht so viel Freizeit im Moment. Aber was ich immer gemacht habe, und zwar einfach, weil ich das mit meinen Kindern zusammen machen konnte, ich habe eigentlich meine Hobby immer mit den Kindern gemacht und mache sie eigentlich jetzt noch viel mit meinen Kindern, die sind aber gross jetzt. Das ist viel Musik. Also wenn ich wirklich mal heimkomme, dann machen wir Musik miteinander. Und wandern tun wir viel. Also wenn ich Zeit habe. Skifahren tun wir zusammen. Velofahren tun wir zusammen. Ja. Ja, ich tue sehr gerne lesen. Aber jetzt im Moment ist es alles, was ich muss. Ich muss viel lesen. Ich muss nur von Akten lesen jeden Tag. Und dann lange gerade noch ein paar Zeitungen und viel mehr Akten. Aber ich habe als Mädchen und als Schülerin habe ich Bücher verschlungen. Ich habe immer Bücherkisten gehabt. Und in der Schule haben wir Bücherkisten gehabt. Und das am Fliessband durchlassen. Ja. Was sollt ihr am liebsten lesen? Also jetzt lese ich natürlich viel einfach meine Sachen lesen, die mit meinem Beruf zusammenhängen. Und sonst habe ich eigentlich immer sehr gerne Geschichtsbücher gelesen. Also Geschichte von auch anderen Ländern, was die Leute in anderen Ländern machen, was sie erlebt haben, die ganze Weltgeschichte. Das ist faszinierend. Schwierig. Also die Arbeit ist ja wie viele andere Arbeiten auch, zwar streng, aber schön. Es gibt einen Haufen Jobs, die schön sind. Und was etwa mal schwierig ist, sind einfach die Leute, die zum Teil ja unliebenswürdig sind, ganz freundlich sind. Und dann gibt es halt in der Politik immer auch derjenigen, die einen probieren, ein Bein zu stellen oder ein Bein zu geben. Das gehört auch dazu. Das muss man lernen. Das,
Das kann man nicht einfach, aber das lernt man auch. Wenn man, ich bin schon viele Jahre in der Politik und habe das jetzt gelernt, dass man einfach die gar nicht anschauen sollte, die sich nicht anständig benennen. Das muss man halt irgendwie so machen. Aber die Arbeit selber ist schön.